So, wir waren da, wie muss die Stichprobe sein? Und wir haben auch eben festgestellt, ja, das haben wir durchdiskutiert, bei der Stichprobe kann man trotzdem daneben liegen. Es könnte nämlich Mode sein, dass alle Klopsbrötchen essen an dem einen Tag oder dass das schon seit 1, 2 Wochen so ist und irgendwann haben sie es über und dann hat sich der Cafeteria-Chef wieder verhauen. Also eine Stichprobe ist zwar repräsentativ, sagt aber auch nicht das genaue Abbild aus. Also eine kleine Unsicherheit bleibt immer. Na gut, jetzt überlegt der Cafeteria-Chef, okay, wenn ich mir jetzt mal so angucke, was haben wir hier für Zahlen? 60, 10, 20, 10, 10 und das weiß ich nicht. Das lassen wir mal. Übernehmen mal diese Zahlen hier. Und aus diesen Zahlen machen wir mal was. Na? Hauptsache, es klappt jetzt. Ja, klappt. Da hatten wir doch. Und er möchte dem Direktor das darstellen. Dann sagt der Direktor: Ach, so ist das. Was ist denn das? Naja, das sind hier die Sandwiches. Das zweite waren Bockwürste. Bovu. Schniebrö, Klobrö und das andere waren, was war das letzte? Spaghetti, nee, das hat er gar nicht gewollt. Ich habe die Zahlen wegbombardiert, na ist egal. Ach, Hamburger, Hamburger. So, sagt der gute Herr Direktor, naja, Mensch, wissen Sie was? Das lässt sich, das ist unübersichtlich. Jetzt habe ich hier noch glatte Zahlen, ne? Wir wissen, dass insgesamt 60 plus 10 sind 70, 90, 100, 110. Wenn aber der Cafeteria-Chef das so macht, indem er sagt, warte mal, das mache ich mal grafisch. 1, 2, 4, 5, 6, das sollen 60 sein. Dann kommen 10, 20, 10 und 10. Dann sieht das schon 10-mal besser aus, dann ist das übersichtlicher. Und wenn er es dann noch farbig macht, das eine hier rot anmalt und das nächste dann blau und so weiter und so fort, dann lässt sich das wunderbar unterscheiden. Und diese grafische Darstellung, weil es ein Streifen ist, sagt man dazu Streifendiagramm, die ist eigentlich ganz nützlich, wenn man eben irgendwelche Zusammenhänge mal auf die Schnelle darstellen will. Die sind nicht sehr genau. Da geht es nicht um Kommazahlen, sondern da lässt sich klar darstellen, aha, von einer Menge gibt es ganz schön viele. Jetzt möchte ich mal einen Begriff bei der ganzen Sache klären, und zwar den sogenannten Modalwert. Modalwert, das braucht ihr. Das ist ein Begriff, der muss sitzen. Ist denn der Sandwiches isst, ist das ein schlechterer Mensch als der Bockwurst oder Schniebrühe oder Klobrühe oder Hamburger isst? Kann man nicht sagen, ne? Das heißt, hier bei dieser Sache geht es nicht um gut und schlecht, so wie bei Zensuren, sondern hier geht es bloß ganz einfach darum, dass irgendwas passiert, dass man aber irgendwie eine Art Auswertung braucht. Und der Modalwert, ich nehme mal noch ein anderes Wort, Mode. Mode. Oder modales Fenster. Bevor ich zum Modalwert selber komme. Mode, die gibt uns vor, was wir anziehen. Ne? Also Mode ist eine Vorgabe, was die meisten Leute tragen. Also was getragen wird. Ein modales Fenster, das sieht auf dem PC so aus, dass ich hier einen Desktop habe und plötzlich erscheint Windows-typisch ein Fenster. Das ist ziemlich klein. Und da gibt es eine Abfrage. Ja oder nein oder irgendwas. Und solange ich dieses nicht beantworte, läuft mein Programm nicht weiter. Das heißt, ein modales Fenster ist eine Vorgabe, wie es weitergeht. Das heißt, da steht alles, wenn ich hier nicht irgendwie Ja oder Nein anklicke, dann passiert nichts weiter, dann bleibt alles stehen. Das ist also eine Vorgabe, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Was ist denn dann der Modalwert? Dann lässt sich doch wahrscheinlich auf den Modalwert schließen. Dann ist der Modalwert der bestimmt, was am meisten los ist, was am meisten passiert. Also wieder eine Vorgabe, eine Art Vorgabe. Also, was herrscht vor? Und wenn wir dieses Herrschen mal betrachten,
dieses Herrschen und auf die Mode übertragen, dann sieht man es im Straßenbild, was herrscht vor? Alle haben meinetwegen ab jetzt lila an oder alle haben jetzt grün an, zum Beispiel farbenmäßig. Alle haben blaue Schuhe, alle haben grüne Schuhe. Wer was anderes hat, der fällt aus der Reihe. Genauso wie das modale Fenster vorgibt, was herrscht jetzt vor, das modale Fenster? Denn wenn ich da nicht drauf drücke, kann ich mein restliches Programm vergessen. Wenn ich diese Frage nicht beantworte, geht es nicht weiter. Überlegen wir mal, was noch für modales, Modus oder sonst was für Wörter gibt, die da reinpassen. Wir haben jetzt noch zwei sehr schöne Worte zusammengetragen. Ich mache die mal rot. Modell. Ich kann auch Model sagen. Auch ein Modell, das muss nicht komplett mit allem übereinstimmen, aber das hat die wesentlichen Merkmale von einer Grundgesamtheit. Oder, sehr schön, auch das Wort modern. Ne? Was ist denn im Moment in? Was herrscht denn vor? Was haben die meisten Leute an? Was gebrauchen die meisten Leute? Und so weiter. Wunderschöne Worte. Deswegen, Modalwert ist in der Statistik, wird dann gebraucht, wenn ich sage, ich kann über die Qualität keine Aussage machen. Ich kann nicht sagen, es ist gut, dass alle Sandwiches essen. Oder es ist ein schlechter Mensch, wenn er ein Klopsbrötchen isst. Ich esse übrigens am liebsten Klopsbrötchen. Ich bin dann der Schlechteste auf der Welt. Das geht nicht. Ne? Und wenn sowas nicht geht, genauso, ich frage mal nach einem Geburtsort. Wo sind, da kommen dann Wismar, 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 Pöhl, Pöhl, Wismar, 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 Wismar. Dann Vietnam oder Hamburg. Aber das sind ganz wenige. Die meisten Wismaraner. Also haben wir eine Klasse aus Wismar. Denn dieser Wert herrscht vor. Und da kann man auch nicht sagen, wer aus Pöhl kommt, der ist doof oder so. Das geht nicht, ne? Also ist ein Modalwert immer dann, wird der immer dann gebraucht, wenn ich über die Qualität der Zahlen keine Aussage machen kann. Qualität in Form von gut oder schlecht. Also wenn es nicht bewertbar ist. Wir machen mal weiter. Also, kommen wir nochmal zu solchen Sachen wie Diagramm. Diagramm.